Ja, ich sag einfach, ja. Okay. Denke, Mann, ich komme aus der Toilette, ich mache nur schmutzige Dinge. Bin weg. Siehst du, habe ich Ah, gesagt. servus. Ja. Wunderschön dort unten, die Herren. Was wollen Sie von Ah, uns? stehen bleiben. Hä? Was wollen Sie von uns? Ja, Bleiben Sie mal da stehen. Wir kommen mal ganz kurz runter zu Ihnen, ja? Kommen Sie mir. Legen Sie Ihr Handy weg. Das kann ich Was nicht wollen sehen. Sie denn von uns, Herr Officer? So. Was machen Sie denn hier so Schönes? Sagen Sie mal. Wir haben ein paar. Ist doch privat, was wir da gemacht haben. Nee, das ist nicht privat. Okay, wir haben 69 da drin Warum gemacht. sind Sie überhaupt nackt? Weil Mann, wir er hat mir einen 69 abgekriegt, gemacht haben. verdammt. Hier ist wissentlich eine Schwarzgeldwäsche. Eine Schwarz. Was für Ich eine habe aber Wäsche? kein Geld gewaschen. Ja, das könnten Sie jetzt so sagen, ne? Das Jo, ist was Ihr geht Wagen denn? da drin. Alter Schwede, wie viele Leute sind denn Junge, hier? darf man nicht Ja, mehr wir schwul sind halt die sein? Polizei, ne? Junge, er hat Also, mir nur in den wenn Sie Hintern rein. irgendein. Was für ein Tatverdacht denn? Guten Abend. Guten Was für ein Abend. Tatverdacht? Ja? Ja, ganz einfach. Wir sehen Sie halt in der Geldwäsche mit dem Fahrzeug, wie da jemand reinläuft. Es ist Ihr Fahrzeug. Was, das da vorne? Ja. Einer von Ihnen ist da, der Mann, der mit der schwarzen Unterhose ist da ausgestiegen, das habe ich gesehen. Ja, kann er sein. Ich war unterwegs. Ich war mit zu Fuß. Wir waren zu Fuß. Sind Ja. Sie nach ihm reingegangen? Nee, ich bin vorher. Sind vorher reingegangen. Es war sogar soweit kein Besitzer. Ja, das habe ich schon gecheckt im Heli. Ja, gut, dann bekommen wir mal von beiden den Ausweis. Hä, Und wir warum? kontrollieren sie beide. Warum? Was habe ich denn Weil sie gemacht? Nur weil weil er sie der mir. Polizei ausweispflichtig sind. Hä? Ich habe aber. Was habe ich Sie denn sind. getan, Gehen Mann? Sie weg von mir, Sie sind mir ausweisverpflichtet. Also zeigen Sie mir einen Ich Ausweis zeige oder Ihnen gar holen nichts, Sie. Mann. Ich kann meine Monatskarte von Verwick nochmal McDonald's zeigen, aber meinen Ausweis zeige ich Ihnen nicht. Zeigen wir jetzt Ihren Personalausweis oder wir nehmen Sie mit Ihnen auf die Dienststelle. Ganz Wir können auch einfach, um so die Ecke läuft das gehen und ich auch. zeige Ihnen meinen Schwanz. Nee, danke. Brauche ich nicht. Ich weiß ja nicht, was Sie für sexuelle Fetische haben, aber ich möchte das nicht. Also, Sie wollen jetzt meinen Ausweis sehen. Ja. 5 Liegestütze, ich zeige Ihnen ihn. Ja, können Sie gerne machen. Machen Sie 5 Liegestütze, los. Ja, Sie müssen 5 Liegestütze machen, damit ich Ihnen zeige. Okay, passen Sie auf. Wir können das entweder so machen, Sie zeigen mir jetzt den Ausweis oder ich nehme Sie jetzt fest, denn Sie sind uns ausweisverpflichtet. Ja, aber Ja, und das stellt eine warum Ordnungswidrigkeit ich, vor, Mann? Ich Sicherheit. habe doch gar nichts gemacht. Ich war nur mit meinen Kollegen hier So, zeigen unterwegs. Sie mir jetzt Ihren Ausweis. Was wollen Sie mit meinem Zeigen Ausweis? Sie mir Ihren Ja, ich Ausweis zeige oder Ihnen ich nehme meinen Sie Ausweis, fest. Mann. Ich zeige Ihnen meinen Ausweis, Mann. Jetzt kannst du sehen, wer endlich dein Stiefvater ist, verdammt. Hier. Big Sosa. Ist so richtig ausgesprochen. Ja. Big Sosa. Okay, Herr Sosa, was machen Sie hier? Ich war mit Was meinen ist hier? Kollegen hier. Sie haben 69 gemacht. Ja, genau. Ist da dran irgendwas Verwerfliches oder was? Hä? Nö, nö, das Hat hier sind ja irgendjemand was Ihre. dagegen oder was? Hä? Nee, das sind ja Ihre. Das sind ja Ihre. Ja, besser ist Wie heißt denn es. der andere Mann? Yannick, Niklas? Jo, wie heißt du, Mann? Yannick. Yannick. Er Warum heißt ist Yannick, jemand so habe ich 69, den Sie nicht gemacht. kennen? Jo, Wie heißt der? verdammt, jo. So habe ich Stell gemacht, dich mal verstanden. hin wieder, Yannick, jo. Was ist denn los mit Warte dir? mal, den kennen wir Gut, doch Herr irgendwo Sosa, her. wie gesagt, wir haben ja jetzt den Verdacht eben auf Schwarzgeldwäsche. Das heißt, Sie stellen sich einmal beide. Der eine geht hinten zum Geländer, der Ja, andere warte mal geht da ganz an kurz. Herr dieses Winter, warten Sie Graffiti. Ich habe mal. kein Schwarzgeld dabei! Herr Winter, warten Können Sie Sie jetzt einfach nur schon mal so ganz kurz. sagen? Aber ich habe. Hä? Ein Typ hat mir noch Geld geschuldet, aber ich habe nicht viel Schwarzgeld dabei. Sie können mich unter. Also, ich habe gar kein Schwarzgeld dabei und ich habe auch nicht viel Bargeld dabei. Ich habe gar nichts Warte mal, ich dabei. frage ihn mal einmal rum. Wer bist du? James Silas. Wer bist du? Brand. Hier ist, läuft irgendwas Komisches, Mann. Hier läuft irgendwas Komisches, Mann. Herr Soße, Hans, Herr Soße. Ja. So, einer jetzt ans Geländer mit dem Kollegen. Herr Soße, Sie gehen einmal da an dieses Rohr. Verdammt, Mann, ich hab nicht mal was verbockt. So, dann heben Sie einmal die Hände. Ja, Sie werden gleich instande gesetzt, warum wir überhaupt hier sind. So.
Normalerweise haben sie gefährliche Gegenstände dabei, an denen ich mich verletzen könnte. Baseballschläger und, also weil ich halt Baseball spiele und halt einen Golfschläger, weil ich auch Golf spiele in meiner Freizeit. Aber ist ja nichts Verbotenes, oder? Ist ja nichts Verwerfliches. Ja. In ihrer Unabuchse passt aber viel rein, sagen sie mal. Was? Moment, hört. In ihre Unabuchse passt viel rein, habe ich gesagt. Ja, da hängt noch was Langes drin. Wollen Sie mal nachgucken? Nee, danke. Schauen Sie mal rein, Mann. Rufen Sie einen Staatsanwalt dazu, bei der Summe. So, wollen Sie jetzt noch irgendwas? So, gut, dann können Sie erstmal die Hände wieder runternehmen. Ja, besser ist es, Mann. Ich hab nicht mal was verbockt, was wollt ihr von mir, verdammt? Immer diese Cops, Mann, ich hab nicht mal was verbockt. Jo. Lanzus, danke für dein Prime. Wie viele Cops sind? Eins, zwei. So, Herr Sosa und Herr Suselhahn. 10 Cops für 2 Typen, Mann. Ohne Waffen. Ja. Wollen wir ganz kurz noch innen drin säubern oder ist es jetzt egal? Das machen wir gleich. Okay. So, Herr Suselhahn und Herr Sosa, stellen Sie sich nochmal bitte getrennt wieder hin. Wie eben. Oh, was wollen Sie denn, Mann? Ich hab nicht mal was verbockt! So, Herr Sosa und Herr Suselhahn sind erstmal beide vorläufig festgenommen. Was? Denn... Ich hab nicht mal was... Jo, komm her, Mann. Gehen Sie weg von komm mir. Komm her, was? Gehen Sie weg von mir. Warum? Ich hab nicht mal was gemacht! Sind beide... Erstmal Verdächtigte im Strafverfahren, Herr Suselhahn und Herr Sosa. Warum? Was habe ich verbockt? Drehen Sie sich einmal bitte um. Warte, nein, hier läuft was ganz schief. Ich rufe meinen Anwalt an. Das kannst du gleich machen. Nein, das ist mir scheißegal. Sie können mich doch nicht einfach festnehmen, Mann. Drehen Sie sich um oder ich taser Sie. Was für ein Tatverdacht, Mann? Warum werde ich festgenommen? Naja, Sie sind mit einer vermeintlichen Geisel. Und wir haben eben durch den Lüftungsschacht gehört, dass sich hier alle... schön an der Schwarzgeldwäscherei treffen sollen. Also. Was? Einmal umdrehen. Hä? Ich hab gesagt. Ich hab nicht mehr was verbockt, verdammt, Mann. Ihr Dreckskopf, verdammt, Mann. Ihr kriegt nie wieder einen Donut von mir, Mann. Ja, will ich auch. Scheiß auf euch, Mann. Okay, nehmt mit. Und drei Kollegen kommen mit mir und. Ich hab nicht mehr was verbockt! Weil ich gesagt habe, dass andere Leute hierher noch herkommen sollen, ach, ist das, hä? Das ist mein Ding. Nee, mit ihm. Das ist doch kein... Ich bin häufig festgenommen aufgrund eines Tatverdachts. Ja und? Aber ich möchte gar nicht mitkommen, verdammt. Wir müssen selber. Ich habe ja nicht mal was verbockt, verdammt. Und wenn ich sogar gesagt habe am Telefon, hier sollen mehr kommen, kann ja sein, dass wir eine Orgie starten wollten, hä? Hä? Habt ihr daran mal gedacht, hä? Jo, du, provozier mich nicht, Mann. Mach mir die Handfesseln ab und ich hol dir ein Ding, verdammt, Mann. Ah, was ist denn los, hä? Auf einmal läufst du, verdammt. Herr Sosa, bleiben Sie stehen. Verdammt, Mann. Wie gesagt, das ist ein Verdacht, dem wir nachgehen, weil falls ihr euch bestätigt, können Sie wieder gehen. So einfach ist das. Herr Sosa. Was? Haben Sie die Pistole in der Ecke nicht bemerkt? Was? Pistole? Wir haben gerade den Mann. Ist ja nur eine Frage, vielleicht muss er nicht unbedingt... Wenn da eine Pistole gewesen wäre, hätte ich sie eigentlich mit Kusshand genommen, aber da war keine. Oh Gott. Auf einmal. Okay. Hatte der andere Mann Bargeld dabei? Da war nur eine Frage. Nein, hat er nicht. Okay, ihr könnt den Herr Sosa jetzt nochmal durchsuchen. Wir nehmen jetzt erstmal seine persönlichen Gegenstände ab, weil jetzt nehmen wir ihn ja mit. Ihr könnt es nicht, ich schwöre, ich hasse euch alle, Mann. Jeden einzelnen, warte mal, wie viele seid ihr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cops! Ihr könnt es 9 zählen, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Sie kommen mit uns. Ja, ich habe auch 9 Kinder mit deiner Mutter gemacht und einer bist du, verdammt. Wo sind deine anderen 8 Brüder, hä? Wo sind sie? Ah, hier sind alle meine Söhne. Alle meine Söhne hier versammelt, verdammt. So, nehmen Sie mich jetzt mit. Ein bisschen Respekt für euch. Ups. Entschuldigung, da ist mir der Taser aber abgeflutscht. Wenn wir seine Söhne sind, gibt's aber keine Beamtengewalt, ne? Oder Polizeigewalt. Ach so, ist es dann HG? Das ist eine familiäre Angelegenheit. Ach so, ja. Die wird selbst ein Richter nicht, gut sprechen. Ihr Dreckskops, Mann. So, dann nehmt den Herrn Sosa mal mit. Dass ihr euch nicht schämt, dass ihr morgens in den Spiegel gucken könnt
Und euch... Oh, ich kann sehr gut morgens in den Spiegel gucken. Ja, Mann, ich wichse auf deinen Scheißspiegel, Mann. Mm, ja, genau. Machen Sie das. Viel Spaß. Erzählen Sie, wie es war. So, einmal, einer trägt ihn mal bitte zum Auto und setzt ihn rein. Okay, Leute, wollen wir die Routen abfahren? Welches dürfen Sie sich aussuchen? Welches Auto? Wann darf ich fahren? Komm, wir fahren. Oh, warte. Muyo, hörst du mich? Ja, wir müssen einen mit dem Zahler. Okay. Ja. Welchen nehme ich? Silas, komm rein, wir haben schon einen. Ja, okay. Ja, ja. Ey, yo, was soll das? Ja, nehmen Sie den. Ja, ja. Und dann fahren Sie ihn bitte da. Nehmen Sie doch ab, Mann, ich steig doch ein. Komm, ich bring dich mal zum Auto. In den Ram. In den hier. Den Ram. Also wollen Sie mich für was festnehmen, wofür es nicht mal einen Verdacht gibt? So sah jetzt mal zum Billy. Lesen Sie ihm die Rechte vor. Ja, das mache ich. Ich habe das Recht auf einen Anwalt. Richtig, beruhige dich. Also, Herr Sosa, Sie sind Beschuldigter einer oder mehrerer Straftaten. Sie müssen sich zu dem Sachverhalt nicht äußern. Sie können, müssen es aber nicht. Sie haben das also Recht zu schweigen. Sosa, wieder alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Rechtsanwalt. Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, ich hab, was haben Sie gerade gesagt? Ich habe ein Recht auf einen Rechtsanwalt. Warum kann ich da nicht meinen Anwalt anrufen? Sie haben das Recht. Das können Sie machen, wenn Sie am Präsidium sind. Warum kann ich es nicht jetzt machen? Weil wir im Moment im Auto sitzen, wo Sie Handschellen haben. Sie dürfen sich auch selbst verteidigen. Haben Sie das klar? Ja, dann steig aus. Steig aus. Ich steig aus. Handfesseln ab. Ich kann mich selbst verteidigen. Ich hau dir ein Ding, verdammt, Mann. Herr Sosa, haben Sie das verstanden? Nein. Okay, dann lese ich es nochmal vor. Machen Sie. Also, Sie sind Beschuldigter einer oder mehrerer Straftaten. Sie müssen sich zu dem Sachverhalt nicht äußern. Sie können, müssen das aber nicht. Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Rechtsanwalt. Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, dürfen Sie sich auch selbst verteidigen. Haben Sie das jetzt klar und deutlich verstanden? Klar und deutlich habe ich nichts verstanden. Okay, dann trage ich das trotzdem dann so in die Akte ein und fertig. Ja, hä? Dann haben sie aber ihren Job nicht richtig gemacht, Mann. Nee, doch, wir müssen das... ihnen die Rechte nur zwei vorlesen, weil es soweit ja, und der letzte Typ hat gesagt, er muss es nur dreimal vorlesen, Mann. Jeder macht andere verfickte Regeln hier. Nix. Was ist das für ein Staat, Mann? Ich piss auf euch, Mann. Vor Gericht jo, hört auf, mit mir zu reden, Mann. Ich wechsle kein Wort mehr mit euch. Das. Schnauze, Mann. Nicht, dann mach den Mund zu. Was hast du gesagt? Schnauze, Mann? Okay, Beamtenbeleidigung. Nein, du hast mich auch beleidigt, Mann. Es gibt nur Beleidigung, es gibt keine Beamtenbeleidigung. Okay. Ja, wissen nicht mal selber Bescheid, Mann. Verdammt. Ich bin Anwärter, ich lerne ja noch. Ja, muss noch viel lernen, Mann. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich habe heute schon drei Leute in der Gitter gebracht. Boah, drei Leute? Ja. Verdammt, Mann. Nelem, danke dir auch für den Ton. Junge, was macht der? Drei Leute haben sie in der Gitter gebracht. Was haben die denn so richtig gemacht? Ja, Raub. Raub, ah. Wer macht denn einen Raub? Ja, sag du es mir, du bist doch bei der Schwarzgeldwäscherei. Ja, heißt das direkt, dass ich Schwarzgeld gewaschen habe? Gab's da irgendeinen Beweis? Kann ja sein. Kann sein, aber gibt keinen Beweis. Ich hab Kopfschmerzen, verdammt, Mann, was soll die Scheiße hier? Fucking Sleeper, man. Boah. Okay, PC, Absturz, Chat. Tut mir leid.
Hallo? Jetzt geht's. Jetzt bin ich auch nicht mehr mute. Okay. Start Stream neu. Jetzt geht's doch. Geht doch, oder? Hm, okay. So. Aber sag mal ehrlich, warum wurde ich jetzt mitgenommen? Warum wurde ich jetzt mitgenommen? Ohne Sinn oder nicht? Gar komplett ohne Sinn mitgenommen. Kneck und Kevi, danke dir für deinen Tank für eure Typons. Boah, Chat, Pishmanie aus der Türkei, beste Süßigkeit. Biber, danke dir auch für deinen 100 Bits. Die hatten keine Beweise, nichts. Könnt ihr euch nach dem Stream reinziehen. Wenn es euch gefällt, könnt ihr ein Like da lassen und ein Abo. Wenn es euch nicht gefällt, lasst halt ein Dislike da. Aber es tut mir leid für die Qualität, weil der Server hat auch extrem geleckt, weil da 200 Leute drauf waren. Was denn? Ich muss jetzt warten, glaube ich, ne? Sonst ist Fail-AP. Folk und Black, danke auch für eure Tyrons. Voice-Over nehmen. Stellt euch vor, ich krieg eine Anfrage als Synchronsprecher. Und wenn du es hinbekommst, Leute. Digga, was ist denn jetzt? Fucking sleeper, man. Stinny, danke dir auch für deinen Primeball. Wo ist mein Handy? Abend, Herr Sosa. Abend, Herr Sosa. Ja, steig ja schon ein. Hatten Sie das hätte Kopfschmerzen? Ja. Steigen Sie halt hinten ein, Mann. Ach ja, natürlich. Scheißen Sie sich nicht in die Hose, Mann. Der Rekrut kann natürlich hinten sitzen, na klar. Ja. John und Dennis, danke für die Ones. Aber auch krass, dass Sie genau wussten, dass ich hier bin. Wir haben Herrn Sosa aufgegabelt. Was ein Zufall. Hula. Drab. Ich küsse doch dein Herz. Chat. Dicke Liebe in den Chat. Road to 6K. Ja. Dann dürfen sie aber aussteigen. 6K ist weit entfernt, Bro. Der Kollege legt den nochmal Anschein an. Ja. Ja. Danke euch. Digga, grab. Dann kommen sie mit. Er kann auch selbst gehen. Also sie haben keinen Tatverdacht, wollte ich nur mal erwähnen, ne? Also jetzt nochmal, wenn ich jetzt aber nochmal tragen mache, dann. So, jetzt. Oh Mann. Genau, nochmal tragen drücken, dann lässt du ihn los. Jetzt genau, ja. Könntest du das aber laufen. Gut, dann kommst du aber mit. Danke für deine 20 Subgis, Bro. Ja, ist das so. Auf geht's. Ja. Kommen Sie mit? Oh, Sie haben andere Kleidung. Ich hab nicht mal was gemacht, Mann. Ah, Sie haben sich angezogen. Moment, bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie mal stehen. Also die... Ah. Ich hab den Fall, alles gut. Ja, das ist gut. Ich will nur ganz kurz noch mitkommen für das und dann gehe ich außerdem. Was ist überhaupt passiert, Mann? Ich hab nicht mal was gemacht. Ja, ich werde erklären Sie gleich. Okay, seien Sie mal ruhig. Warum werde ich festgenommen, Mann? Sie wollen ein Foto von mir machen!
Das habe ich Ihnen schon mehrfach erklärt. Wer ist das denn da drinnen? Schauen Sie mal in meine Richtung, hallo? Ja? Sie da vorne, schauen Sie mal in meine Richtung her. Ja? Hm. Ey, können Sie vielleicht mal die Brille abnehmen? Ja, warte. Warte. Machen Sie mal meine Brille ab. So, hab ich. Ey, Mann. Geh ich ihn gleich wieder. Ey, den kenne ich, Digga. Den kenne ich. Woher kennst du mich? Den habe ich letztens im Puff gesehen. Wie? Ja, ja, Puff? Im Puff. Ja, ja. Der hat da sich mit. Ach so, nee, von vorhin nicht. Den Typen kenne ich aber vom Puff. Der ist da mal ab und zu der Stammgast dort. Ja, ja. Ja, kann sein, dass ich da manchmal bin und deine Mutter auseinandernehme, Mann. Du Arschloch, Digga, was soll das jetzt heißen? War ein Spaß, Mann. So. Digga, so ein Wichser. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber Herrn Soße, Herrn Heeres, Entschuldigung. Wir haben sie schon des Öfteren mal bekommen, ja, wie sie beide zusammen Aktionen gestartet haben. Also, ich kenne ihn nur vom Puff, keine Ahnung, was. Also, kann sein, dass wir im Puff mal Aktionen gestartet haben und dass ihre Mutter da auch mal dabei war, vielleicht bei so einer Dreier-Session. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ihr könnt die beiden mal in die Zellen stecken. Hey, Officer, ich hab nicht mal was gemacht, Mann. Was wollen Sie von mir, Mann? Olaf Schaf ist schuld. Immer noch untersuchungshaft. Danke dir für dein Typon. Gut, dann kann sie ihre Pulli wieder. Ich setze mich gerade mal hier auf. Ah gut, ich geh dann. Verdammt, Mann. Herr Officer, ich hab nie mal was gemacht. Warum werde ich in die Stelle gesteckt? Mit was für ein Tatverdacht? Ich möchte es wissen. Aufgrund eines Verdachts. Aufgrund eines Verdachts komme ich in die Zelle. Ja, aufgrund des Verdachts. Sie haben vorhin gesagt, ich darf im PD meinen Anwalt anrufen. Ich will meinen Anwalt anrufen. Ja, das dürfen Sie jetzt. Nehmen Sie also meine Handschellen ab. Jetzt kommen wir erstmal in die Zelle. Also Sie wollen mich in eine Zelle stecken, obwohl ich nicht mal was gemacht habe. Genau so, das ist jetzt untersuchungshaft. Untersuchungshaft? Sie haben doch nicht mal einen Beweis, was du untersuchungshaft? Ja, dafür ist so untersuchungshaft gedacht. Um Beweis. Nein, Mann, untersuchungshaft. Ja, aber Sie können mich doch nicht direkt in die Zelle stecken. Doch, Sie sehen ja, dass ich das kann. Herr Officer, ich glaube hier, Sie werden von meinem Anwalt noch hören. Ich sag's Ihnen so, wie es ist. Das können Machen Sie gerne. Machen Sie die Zelle auf, Mann. Die ist offen. Yo, verdammt! Yo, Mann, nicht diese Zelle, Mann. Geht da hat jemand reingeschissen, Mann. Nein, suchen wir ja. Sie mal eine andere Zelle. Yo, der hat der letzte reingekackt, Mann. Verdammt, Mann, was soll die Scheiße hier, Mann? Hier riecht voll nach Kacke. Soll ich mal in die Hose scheißen, kommen Sie in Zelle 4. Machen Sie auf. Verdammt. So, rein. Warum bin ich eigentlich in der Familienzelle? Weil ich deine Familie gezeugt hab, Mann. So, dann stell ich auch wieder an die Wand bei der Toilette. Ja. Dann werde ich es einfach noch abtasten. Den Schläger, so den Golfschläger, werde ich mal anschneiden, sonst kommen sie nachher zurück. Ich will mein Handy aber noch, ich habe recht auf einen Anruf. Das Funkgerät, auch das Handy bekommen, ein Handy bekommen sie. Sie haben noch ein Handy dabei. Gut, dann nehme ich jetzt die Anstellung ab, dann dürfen sie ihren Anwalt mal gerade anrufen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob er da ist. Was ist, wenn er nicht da ist? Dann haben Sie das Recht Selbstverteidigung. Weiteres klären wir dann, wenn Sie das soweit geklärt haben. Also Sie stecken mich einfach in eine Zelle, ohne Tatverdacht, und sagen, Sie dass... dürfen jetzt Ihren Anwalt anrufen. Weiteres klären wir, wenn Sie wissen, ob der Anwalt da ist oder nicht. Hä? Aber Sie können mich doch nicht... Dann können Sie ja jeden in eine Zelle stecken. Nein, wir können nur Personen, wie gesagt, aufgrund eines Tatverdachts in die Zelle stecken. Ja, okay. Dann habe ich aber auch einen Tatverdacht. Er hat gestern Abend, der Typ hat mir eine Knarre an den Kopf gehalten und hat gesagt, lutsch meinen Schwanz, sonst erschieße ich dich. Ja. Der Typ da vorne, dann möchte ich, dass Sie einen Untersuchungshaft stecken. Dann hätten Sie das Recht, eine Anzeige gegen die Person zu stellen. Ja, aber Sie haben auch keine Anzeige gestellt. Ich bin ja auch Beamter bei dem Staat. Ja, aber ich sage, dass der Typ gestern eine Knarre an meinen Kopf gehalten hat und gesagt hat, ich soll seinen Schwanz lutschen. Nur sehen die unterschiedlichen Standpunkte, ne? Also fühlen Sie sich für was Besseres, weil Sie bei den Cops sind? Nein, ich bin vom Staat beauftragt, Personen aufgrund von Straftaten festzunehmen. Sie nicht. Ja, und ich bin hier, um verdammt nochmal, keine Ahnung was, Mann. Ich rufe jetzt meinen scheiß Anwalt an, Mann. Herr Kollege? Tun Sie das, ja. Kann ich mal mit einem hier sprechen? Klar. So, und wo ist der? Bei mir ist die Tür offen noch, ja. Bei mir ja, wo ist der? Offen. Ich hab die Nummer von meinem... Die ist aber, die ist zu. Verdammt. Warte kurz.
Ey, ich brauche mein Funkgerät. Ich brauche mein Funkgerät, anders kriege ich es nicht hin. Weshalb brauchen Sie ein Funkgerät? Weil gib ich, dem Mann sein Funkgerät, Digga! Weil ich so nur meinen Anwalt kontaktieren kann. Wer ist denn Ihr Anwalt? Benjamin. Benjamin wie? Benjamin Blümchen oder so, keine Ahnung, wie er Nachname heißt. Sie kennen also nur den Vornamen? Ja, Benjamin. Oder irgendwas mit Benmann, keine Ahnung. Ich schau mal, ob ich da sowas finde. Besser wäre es für Sie. Was war das? Ja. Yeah. Auf jeden Fall, Ihr Funkgerät kann ich Ihnen nicht aushändigen. Und wie soll ich jetzt meinen Links kontaktieren? Wie gesagt, ich schau mal kurz, was ich da tun kann. Also, Herr Löscher, ich rufe einen anderen Kollegen an, warte. Der Kollege hat eine offene Verhandlung, auf jeden Fall. Wer ich? Wollte ich gerade auch, na, okay. Ja, es ist eine offen. Ich kann sie mal aufrufen. Rote Footballjacke. Wissen Sie, was Sie am 30.08. getan haben? Am 30.08.? Ich glaube, das war der Tag, an dem ich mir 2 Gramm geraucht habe, durch die Straßen gelaufen bin und zufällig seine Schwester gesehen habe und dann eine Session mit der gestartet habe. Mit dem Typen haben da Sie drüben. Haben Sie zufällig was geklaut? Nee, aber... Nee, das wird Ihnen vielleicht vorgeworfen. Nein, ich habe nichts geklaut. Wird Ihnen zumindest vorgeworfen, laut der Fahndung. Und er steht nicht einfach so... Herr Officer, ich habe nichts geklaut, Mann, was reden Sie? Er geht auch nicht ran, auf niemanden ist hier Verlass, Mann! Officer, wollten Sie mich nicht rauslassen hier? Hallo? Micha! Ich hab doch die Leute verpfiffen, was soll denn das, Digga? Ich hab Ihnen doch gesagt, Sergen Zwerg und Olaf Schaf waren das. Micha! Jo? Ich bin im Gefängnis, Mann! Die haben nicht mal einen Tatverdacht und haben mich einfach eingesperrt. Wer hat dich eingesperrt, weißt du's? Wie heißen Sie, Officer? Löcher. Löcher. Vorname? Wie heißt du mit Vornamen? Weshalb? Ja, weil er checken muss, der ist mein Anwalt. Ja, Thomas Hescher kann er. Thomas Hescher. Thomas Hescher? Warum? Thomas Hescher. Es gibt halt keinen Thomas Sinn. Hescher. Okay. Ich werde mal nachfragen, ja? Ja, ey. Das Ding ist, die haben mich festgenommen. Die hat nicht mal einen Tatverdacht. Jetzt haben die mich eingesperrt und gesagt, ich habe noch eine offene Verhandlung. Okay, ich klär das. Wenn nicht, kommen wir gleich. Dieser Benjamin ist mein Anwalt gewesen, weißt du das? Welcher Benjamin? Irgend so ein Benjamin war mein Anwalt, Mann. Von uns der? Ja. Achso, ja, okay, ich klär das. Wenn nicht, kommen wir gleich zum PD. Na, okay. Okay, easy. Hau rein. Okay. Loser sitzt. Er sagt ohne Tatverdacht, haben ihn fest. Verdammt, Mann. Und, konnten Sie mal erreichen? Ja. Yeah. Er kommt gleich. Also, Herr Officer, was für eine Fahndung habe ich offen? Also, wie gesagt, wird ihm vorgeworfen, am 30.08. Diebstahl begangen zu haben. Am 30.08. Genau. Kann nicht sein, Mann. Außerdem saß ich schon vor 3 Tagen oder so, dann hätte das in der Fahndung auch stehen müssen. Dann hätte ich doch dafür auch sitzen müssen. Oder nicht? Also sagen Sie, Sie haben vor 3 Tagen auch schon im Gefängnis gesessen. Ja, oder sowas, aber dann hätten Sie das auch dazu ziehen müssen. Also vor 3, also 30.08. ist lange her, so, da saß ich sicherlich schon im Gefängnis. Okay, dann. Schauen Sie doch nach, wann ich das letzte Mal. Schauen Sie meine letzte Akte. Ich bin gerade dabei, wann Sie das letzte Mal in Haft saßen. Ja, okay, ist hinfällig. Mal wieder mit Profis gearbeitet, super. Freut mich. Und? Ja, die Fahndung ist hinfällig. Ah, jetzt hol mich ja verdammt nochmal raus, Mann! Die haben schon in Haft gesessen, die hätte dann schon längst mit einbezogen werden müssen. Also dann haben die also, Kollegen die wahrscheinlich. Jetzt komme ich hier raus, Mann. Ja, wieso? Ich weiß nicht, was mit dem. Okay. Mach auf, Mann. Wer ist denn Ihr Anwalt? Ist doch scheißegal, wenn mein Anwalt ist. Sie haben mich im Gefängnis und haben nicht eine Sache, wofür ich sitzen kann. Oder nicht? Ja, wie gesagt, auf
aufgrund des Tatverdachts, dass sie Mittäter waren. Ja, aber sie haben doch keine Wieder... Hä? Also wollen sie jetzt die ganze Zeit suchen? Deswegen ist es ja auch ein Tatverdacht, dem wir nachgehen. Ja, was für nachgehen? Sie hocken hier die ganze Zeit und machen gar nichts. Was für nachgehen, Mann? Und ich verschwende hier meine verfickte Zeit. Wir sind zwei Polizisten von 30. Herr Sosa. Was? Beruhigen Sie sich doch erstmal ein bisschen. Ja, und du sagst mir nicht, wann ich mich beruhigen soll und wie ich mich beruhigen soll, Mann. Herr Sosa. Ein bisschen runterfahren, bitte. Beruhigen Sie sich, reden vernünftig mit uns, dann reden wir vernünftig mit Ihnen. Ja, ich bin hier im Gefängnis, hab nicht mal was gemacht, Mann. Wie soll ich mich beruhigen? Umso schneller Sie sich hier beruhigen, können wir Ihre Sache auch umso schneller bearbeiten. Ja, machen Sie mal schneller, verdammt, und reden Sie nicht mit mir. Immer ein bisschen ruhig und gelassen und dann passt das doch alles, oder? Gar nichts passt, Mann. Ich pisse Ihnen gleich auf Ihr Bein, Mann. Auf ein Wort? Ich denke eher weniger. Ich weiß nicht, ob Sie noch pissen können, wenn ich Ihnen einen Taser ins Gesicht halte. Marcel, ja, ich kann alles, Mann. Ich denke, ja. Komm doch rein, Mann, wir machen einen Boxkampf, hä? Anscheinend auch. Bambi entlassen werden. Und der hinter uns hat 1 Million Bußgeld. Okay. So, ey, Sie sind doch von der Justiz, oder nicht? Ja. Kommen Sie mal her. Big Sosa, ne? Ja, genau. Die haben mich hier festgehalten. Sie haben keine Beweise, nichts. Haben mich in die Zelle gesperrt und sagen jetzt, das ist zur Untersuchung. Genau, richtig. Also Untersuchungshaft kann man anordnen. Ja, Untersuchung, aber wie lange? Ich darf einmal ganz kurz anmerken, dass die Verbindung zum Herr Heeres besteht und deswegen der Herr hier in Untersuchungshaft sitzt, ja? Wie die Verbindung zu Herr Heeres? Ja, das haben wir doch gerade bei der Gegenüberstellung schon gehabt, oder? Ein Staatsanwalt und so wird sich darum schon kümmern. Ja. Genau, richtig. Die kommen ja gleich. Die sind unterwegs und sind anscheinend schon im PD angekommen und werden sich den Fall gleich annehmen, ja? Ja, besser ist es für Sie, Mann. Und jetzt, Sie verziehen sich, Mann. Ihr Duft macht mich aggressiv. Mein Duft? Ja. Um Gottes Willen, Herr Sosa. Yo, ey, Marcel. Ich höre dich, Digga. Schrei mal rüber! Ich höre dich, Digga, hörst du mich? Du hörst mich? Ja, ja, ich höre dich. Wer hast du gesagt, wer war das? Olaf Schaf und Sergen Zwerg, Digga. Was? Olaf Schaf und Sergen Zwerg. Die zwei kenne ich gar nicht. Zwerg? Ja, Digga, ist die haben... Zwerg PD? Ist er nicht Arbeiter? Keine Ahnung, Digga. Sergen Zwerg heißt er. Ah, nee, dann ist es 20 heißt er. Das steht einfach. Okay. Also damit habe ich nichts zu tun, keine Ahnung, wer die sind. Sosa? Ja. Hörst du mich? Ja, hör ich. Ja, aber warum sitzen wir jetzt? Ich weiß auch nicht! Das ist sinnlos, Mann. Warum sitzt du eigentlich? Ich weiß nicht, warum ich sitze. Achso, du bist Yannick! Ja, ich bin Yannick. Perfekt, er sitzt auch. Nee, eigentlich. Weil ich anscheinend Fake-Geißel bin. Ja, sie können. Mit ihm brauche ich gar nicht reden, Mann. Danke dir für deinen Prime-Chat. Es ist. RP, Mann. Das ist doch lustig. Jetzt ist wenigstens ein bisschen Action. Wollt ihr Action haben? So Sachen wie sowas? Oder wollt ihr wie heute als nix ging? Ist doch viel geiler, wenn so Sachen jetzt stehen. Ja, perfekt. Ist ja ein Traum, wa? Ist geiler. Mehr Action auf dem Server dann. Ich schwöre, warum bin ich überhaupt in dieser scheiß Zelle, Digga? Ich hab nicht mal was gemacht. So, ey! Gibt's nicht ein bestimmtes Limit, wie lange sie mich hier drin lassen können? Das müssen sie tatsächlich der Polizei sagen. Ja. Kollegen, geht ihr einmal kurz bitte weg? Gibt's hier kein Limit, wie lange ich sitzen darf? Was? Wir müssen einmal noch was klären. Und zwar müssen sie sich einmal mit dem Rücken zu mir an die Wand hinten links stellen, bitte. Warum? Ich würde sie einmal ganz gerne durchsuchen. Warum? Warum? Weil sie hier im Gefängnis sitzen, der Herr. Ich wurde schon dreimal durchsucht. Ja, dann machen wir das ein viertes Mal. Dann macht er nicht aus, dass es ein viertes Mal ist. Ja, okay. Sehr schön. So, ich durchsuche sie jetzt einmal. Jones. Nehm ihn einmal dann das Handy ab. Hier, Moon, danke für den Prime. Ja, Raubkarte dürfen sie auch nicht besitzen. Und soweit werde ich ihnen auch einmal die zwei GPS-Chips abnehmen, ja?
So, dann werden wir hier einmal fertig, ja? Nee, danke auf den Plan. Was passiert jetzt mit dem Officer? Hallo? So, zur Information, dem Herrn wurden gerade von mir zwei GPS-Chips abgenommen, ein Handy. Der hat mir letztens meinen Hubschrauber geklaut. Ja, und eine Raubkarte, die natürlich illegal ist und in die Asservatenkammer geliefert wird, ne? Ja gut, dann wurde anscheinend ja doch nicht durchsucht. Ja, anscheinend wurde nicht durchsucht. Wo ist der Staatsanwalt? So, ja, wir handeln dich wohl, gut, dein Digga. Angelogen, wa? Was wollen Sie von mir? Sie haben keinen Tatverdacht. Warum sitze ich hier noch? Untersuchungshaft, ruhig jetzt. Was Untersuchungshaft? Ja, mal untersuch mal deinen Arsch, Mann. Der stinkt nämlich, verdammt, Mann. Ich glaub, die hast die Hosen geschissen, verdammt. Ja, klar, Moment. Winter. Hör auf mich zu tasern. Wer ist das Gespräch ein bisschen einzustellen? So, an den Dankeschön. Verdammt. Also... Genau, der Kollege, der zu ihm Was? Der ist schlafen gegangen. Ja. Ja, der muss schlafen gehen. Schon. Ey, yo, der eine Typ hat sich in die Hosen geschissen, Mann! Sie müssen seinen Arsch untersuchen! Sosa, Ruhe jetzt. Vertrau mir, Mann, der hat sich in die Hosen gekackt! Sosa, soll ich hierbleiben? Ist doch scheißegal. Der hat sich in die Hosen geschissen, Mann! Schauen Sie nach! Das ist mir so egal. Der arme Mann, bringt ihn eine neue Unterhose oder so. Jetzt einmal Mund zu. Danke. Scheiße in der Hose, Scheiße in der Hose. Na, wie fühlt sich das an, hä? Ganz Hose voll, vollgeschissen, verdammt, Mann. Wenn es nicht anders geht. Was? Ich kann auch Panzerband holen, wenn es nicht anders geht. Na, lass mich in Ruhe, Mann. Scheiße in der Hose, Scheiße in der Hose. Jo, der Typ hat sich in die Hosen geschissen. Kleines Arschloch, Digga. Der hat so eine fette Wurst in der Hose, Mann, der kann gar nicht laufen. Jo, was los hier? Wer denn? Scheiße in der Hose, Scheiße in der Hose. Alles gut, Herr Sosa? Der eine Typ hat sich in die Hosen geschissen, schauen Sie mal nach. Wer denn? Der Typ da hinten in dem blauen da. Ohne Weste oder mit Weste? Ohne. Nee, der glaube ich nicht. Doch, der hat sich in die Hose geschissen. Da liegt ein Hase, liegt da rum, aber man kann ihn nicht erinnern. Scheiße in der Hose. Können Sie bitte ein bisschen leiser reden? Scheiße in der Hose. So, Sie... Der Herr Winter wollte Sie gerne einmal im Zellentrakt sprechen. Was denn? Jo, passen Sie auf, Mann, nicht, dass Sie auf seinen Kopf raufgehen, Mann. Ey, Herr Officer, hier vorne, hey, du hier. Ja. Wie fühlt sich das an mit Scheiße in der Hose? Weiß nicht, wie fühlt sich das an? Müsste ich eigentlich dich fragen, oder? Nee, ich hab keine Scheiße in der Hose, Mann, ihr habt ja keinen Tatverdacht, ihr kriegt mich eh nicht. So tief wie deine Hose sitzt? Ich komm hier eh raus, Mann, und du hast dir verdammt noch meine Hosen geschissen, Mann. Jo, ihr wollt mich in Untersuchungshaft, untersucht mal erstmal seinen Arsch, Mann, weil der Typ hat sich in die Hosen geschissen. Ich weiß es ganz genau, Mann. Der ist cleaner als dein ganzer Drogenverlauf in deinem scheiß Leben. Was für mein Drogenverlauf, Mann? Und weil ich ab und zu Crack mit deiner Mutter rauche, weil sie das kauft, verdammt, was kann ich dafür? Scheiße in der Hose, Scheiße in der Hose. Scheiße in der Hose. Verziehen Sie sich, Mann. Marcel, geht's dir gut? Ich weiß nicht, mir wurde gesagt, ich soll hier drinnen bleiben. Ja, nix Suslan. Ey, Marcel, ruf mit! Gleichzeitig! Scheiße in der Hose! Scheiße in der Hose! Scheiße in der Hose! Scheiße in der Hose! Oh, nee, Digga! Bruder, hier! Ey, Marcel! Hey, die tasern mich, Digga! Ey, Marcel! Yo, ich höre. Ich glaub, der andere hat sich in die Hosen gepisst! Wo denn, Digga? Ich seh niemanden! Pisse in der Hose! Pisse in der Hose! Oh, nicht getroffen! Pisse! Ich denk schon, dass ich getroffen hab! Oh Mann! Verpisst euch, ihr Wichser! Pisse und Scheiße in der Hose. Pisse und Scheiße in der Hose. Sitzt der Herr ganz rechts. Ey, lasst so sein, du, ihr Arschlöcher, Digga. Verpisst euch hier.
Scheiße in der Hose. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung, Digga. Holt meinen Anwalt. Jo, wie lange muss ich hier noch sitzen, verdammt? Ja. Ey, Marcel. Ja, ey, oh, ich hör's dir. Lass wieder auf drei los. Alles klar. Pisse in der Hose. Ah, Scheiße in der Hose. Scheiße. Okay. So, wie geht's jetzt weiter? Lass mich in Ruhe, Mann, das ist Polizeigewalt! Polizeigewalt, Hilfe! Hilfe, Polizeigewalt! Hey, nicht schießen, ihr Wichser! Polizeigewalt! Ihr seid Arschlöcher, Digga! Was ist hier los? Weiß ich nicht. Wer ist der Typ da? Das weiß ich nicht. Der kam hier rein. Hier. Entschuldigung, warum? Hier! In Zelle 4 ist das. Zelle 4. 3. Was? Sie 3. Untersuchungshaft einfach hier. Das wäre nie passiert, wenn ich weiß wäre, Mann. Sie sind bei mir weiß. Oh, sie sind bei uns weiß. An die. Ja, verziehen Sie sich, Mann. Digga, sie sind weißer als alles andere. Ja. Soll das rassistisch sein oder was, hä? Nee. Ich merk nee. Schon, Mann, hier läuft eine ganz andere Dings. Weißt du was? Wir gehen jetzt an die Wand und ich durchsuche. Verdammt, Mann. Spitze oder Schafe. Also Rassismus unterstütze ich schon mal nicht. Ich habe auch dunkelhäutige Freunde. Wovon nicht? Ja? Messer. Ja. Oh, und wissen Sie, was der Typ da hinten hat? Hey, Scheiße in der Hose, oder? Ganz genau. Scheiße in der Hose. Scheiße in der Hose. Oh Gott. Kommen Sie einmal bitte hier zu mir. Herr Officer! Mit dem Rücken? Welchen meinen Sie? Ihn. Braucht man nicht einen richterlichen Beschluss? So. Für eine für Untersuchungshaft? Nö. Doch, ich glaube doch schon. Absolut nicht, ne. Wie ne? Den brauchen wir für einen Durchsuchungsbeschluss, aber nicht für jemanden Untersuchungshaft. Also könnten Sie jeden rein theoretisch in Untersuchungshaft schicken? Mit gutem Grund, ja. Ja. Hm. Scheiße in der Hose! Scheiße in der Hose! So, warum sitze ich hier überhaupt? Ich habe nicht mal was gemacht, Mann. Wie lange dauert die Scheiße hier? Herr Sosa, Sie sind in Untersuchungshaft, weil ich kann Ihnen nicht helfen. Also. Ja, aber warum? Wie lange muss ich hier noch warten? Das ist ein Staatsanwalt und Oberstaatsanwalt, also ja, Oberstaatsanwalte sind schon da, wenn sie besprechen kann. Ja, sie behandeln gerade ihren Fall. Kellogg's und Herr Sosa. Dobbs, danke für die Unterstützung. Besser ist für die. Machen Sie schneller, Vater, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Sie meinen die ganze Nacht. Ganzen Tag und ganze Nacht. Bank ausgeraubt. Ja, Sie, aber das ist ganz schön schwach. Hey, yo, Herr Officer, haben Sie einen Joint für mich? Hallo. Ich bin kein Officer. Alles klar. Ja, keine Ahnung, was Sie sind, Mann, aber ich will einen verwegten Joint, Mann. Ich habe das Recht auf einen Joint, Mann. Ja, das ist schön, dass ich das Recht auf einen Joint habe, aber ich habe keinen. 3 Gramm ist legal. Ja, wie gesagt, ich habe keinen. Hey, yo, Herr Officer da drüben, ich brauche einen Joint. Geben Sie mir meinen Joint, Mann, damit es mir besser geht. Entschuldige bitte. Die Drogenroten sind so. Sie einmal, was? Die Hände wieder zurück. Die Drogenroten sind so. Trotzdem will ich meinen verschissenen Joint. Sie mal ihre Schnauze halten, Digga. Das ist alles unangebracht hier, hä? Ist das noch Beamtenbeleidigung? Weiß man, ich weiß, wenn hier rauchen darf. Ach, also egal, ob welches Zeug. Ja, an den Oberarm. Aber warum haben Sie gerade den Kollegen... Überdanken Sie, Herr Officer. ...indem er die Schnauze halten soll? Nö, das ist echt super, danke dir, Bro. Aber bitte unterlassen, ja? Was, Mann? Ich weiß nicht, ob man hier rauchen bitte unterlassen. Warum nicht? Das weiß ich nicht, das ist ja Der Herr von der Polizei, kann sie aber nochmal zur Seite führen? Obwohl, ich weiß nicht, ob das aus Lüftung zählt. Deswegen. Doch, Mann, ihr darf doch mal noch rauchen. Okay. Besorgen Sie mir einen Joint, Mann. Bitte, Mann, ich komme nicht klar. Wissen Sie, wenn ich 2 Stunden nichts geraucht habe, ist es ein bisschen anstrengend. Sie sind Dauerraucher. Ja. Okay. Ja, ich kann Ihnen leider nichts besorgen. Ey, Sosa, hol uns hier raus, ich halt's nicht mehr auf, Digga. Ich halt's auch nicht mehr aus, Mann. Was soll die Scheiße? Und warum sitzt Marcel Heeres überhaupt? Der ist Tatverdächtiger. Ach, ein Arschloch bist du, Digga. Herr Heeres. Entschuldigung. Was hatten wir doch gerade? Sie Arschloch.
Ja, das ist trotzdem eine Beamtenbeleidigung. Jo, verdammt, Mann! Melden wir das, okay? Wie lange muss ich noch sitzen in dem Scheißloch hier? Alles klar. Bis der Vorfall hier geklärt ist. Wie der Vorfall hier geklärt ist, Mann? Weißt du, was sie mal klären sollten? Dem Bullen da hinten, der Scheiße in der Hose hat! Scheiße in der Hose! Jo, warte mal! Scheiße! Hose, Scheiße in der Hose. Als der kleine Larry kam mit seiner Muskelpracht, da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Verdammt, Mann, Herr Officer! Sie haben Scheiße in der Hose, glaube ich. Sind Sie immer noch spielsüchtig? Spielsüchtig? Mhm. Ich bin nach gar nichts süchtig, außer nach meinem Gras, Mann. Okay. Ist das Hallo, Herr Herr, der diese 1 Million Wussen, der Herr, der 1 Million Schulden hat? Herr Kitz, Sie sind's? Nee. Wo ist der Herr, der 1 Million Schulden hat? Natürlich bin ich das. Ah, Sie haben ein neues Gesicht? Ja. Warten Sie kurz. Als der kleine Larry kam mit seiner Muskelpracht, da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Sogar Gary. Ich kenne nur F steht für Freunde, die was unterleben. Sie kennen gar nichts, Mann. Immer noch in der Zelle, Herr Eros. Okay, ich kenne nichts. Bis wann sitzen Sie denn? Gehen Sie bitte mal in Zelle 5. Weil er seine Hose zerrissen hat. Ich bin gleich wieder da. Ich wurde gezwungen von Tuna auf Schaff. Oder Schaff, wer ist denn Oder Schaff? Keine Ahnung, irgend so ein No-Name an der Straße, ja. Pfandflaschen. Okay. Bis wann sitzen Sie? Sie wissen das nicht. Ich weiß das nicht, Digga. Kein Officer will mir im Schritt. Über Sie ist tatsächlich auch keine Auskunft geschrieben, bis wann Sie sitzen. Ja, das ist so traurig. Da schlaute da hinten, wo denn, Digga? Warum finde ich das nicht? Wann wurde das geschrieben? Danke dir, HSV, ein Leben lang. Ja, Sie müssen noch 16 Jahre absetzen, Herr Harris. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Wie viel After Night muss ich noch? 16. 16. Richtig. Digga, komm, mach mir eine Ausnahme. 6 Minuten, Digga. Ich bin dann auch die letzten 6 Minuten durch, ja? Oh, danke für den Prime. Können wir das machen, ja. Alles klar, ein Leben lang, du bist krank, Bro. Aber dann setzen Sie sich oder legen Sie sich auf ein Bettchen und dann sind Sie auch ruhig. Alles klar. Herr Officer! Wann komme ich hier raus? Der Sosa. Ach, Sosa. Hören Sie mal ein bisschen. Ja, ist okay, ja. Sosa, Mann. Wir kennen uns doch. Herrn Sosa. Ist oh, ja. Der Herr? Sie hören auf, gegen die PD-Zellen zu treten, ansonsten... Über ihn gibt es keine Meldung. Herr Officer! Ja? Was? Muss man nicht irgendwie... Du kannst doch nicht irgendeinen einfach random ins Gefängnis stecken, Mann. Das geht doch nicht nach. Immer noch der Soße. Alles gut, der Staatsanwalt kümmert sich da jetzt drum. Alles klar. Weswegen sitzen Sie, wenn man fragen darf? Ich weiß es selber nicht. Die haben mich einfach an Zelle gesteckt. Untersuchungshaft, Herr Officer. Oder mit was für ein Verdacht? Mit was für ein Verdacht? Weiß ich auch nicht. Ich sitze einfach hier. Herr Justizbeamter, mit was für einem Verdacht sitzt der? Ich weiß es auch nicht, ich kam ein bisschen später. Ah, perfekt! Also, Sie wissen es alle nicht, aber trotzdem bin ich in der Zelle. Verdammt, hol mich hier raus, Mann! Und sagen Sie dem Typen da hinten, der soll sich nicht in die Hosen scheißen, Mann, wir sind nicht in der Grundschule. Ich glaube wegen Raubüberfall oder Juwelierraub. Ich weiß nicht, ob der Herr Marcel Hieres, ob der mein Raub war. Der Marcel Hieres und ja, Sosa, wohl, danke dir auch. Ist halt Untersuchung wegen Hieres. Sie können sich die Inhaftierung verschnellern, wenn Sie rausholen. Ja, wie? Wenn Sie mir aussagen, Sie sitzen wegen einem Raub hier, richtig? Ja. Wer war daran beteiligt? Keine Ahnung, Digga. Ich kenne den Ihren Namen nicht. Aber ich habe nur noch 6 Minuten, von daher scheißegal, Digga. Sie könnten auch jetzt raus. Nö, ich warte die 5 Minuten. Danke dir. Ja. Ich muss kurz pissen. Hackett? Hackett? Der hat ein bisschen Besen eingemacht. Also, bisschen Besen. Hier sind hier so viele Besen. Warum sitze ich, Mann? Warum sind hier denn so viele Besen? Ich kümmere mich darum. Achso, sagen Sie, sollen schneller machen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und ich will Entschädigungsgeld für meine Zeit. Sie kennen meinen Bruder, oder? Oh. Wer ist Ihr Bruder? Sie denn die alle Mike Coxmore. Wer? Weiß ich auch nicht. Mike Coxmore. Cox? Mike Coxmore. Mike Coxmore. Wer ist das? Der ist auf der schiefen Bahn so wie Sie. Er ist auf den Platz beigetreten. Ah! Der Neue. Das ist Ihr Bruder, oder was? Richtig. Zwillingsbruder. Ah! Shappy, danke für den Plan. Hallo. Dann holen Sie mich mal hier raus, Mann!
Ich kümmere mich drum. Ich weiß ja nicht, weswegen hier sitzen, wer sie hier reingemacht hat. Ich schau mich mal an. Ecke? Ja. Ecke? Und darf man fragen, wegen was sie sitzen soll? Nee, weiß ich nicht. My Gox Small. So, Mama, sonst mein Name. Jo, es sind 6 Minuten vorbei, oder was? Gleich. Also, ich sag's mal, so, Herr Officer! Scheiß drauf. Ja, Gehalt geht. So, wenn die Scheiße hier nicht in 5 Minuten fertig ist, erstatte ich Anzeige. Anzeige gegen wen? Was? Wie? Sie sind frei. Ja! Was wurde Ihnen abgenommen? Geben Sie mir alles wieder, Mann. Was wurde Ihnen abgenommen? Und warum? Das ist um 23 Uhr raus. Sparte für den Fünf. Kommen Sie mit. 10 Minuten. Ja, Herr Prinz, brauchen Sie Wachschutz? Warum sind Sie nicht? Nee, ich krieg das geregelt. Auf einmal komme ich wieder raus, hä? Kommen Sie mit. Ja. Hallo? Verdammt, Mann. Du weißt doch. Eine. Nicht mal was gemacht. Ja, komm, folgen Sie mir. Gut, wieder wegnehmen. Negativ. Nehmen Sie meine Sachen wieder, Mann. Was wurde Ihnen denn abgenommen? Von wem? Wissen Sie das? GPS-Chips, Handy, Funk, alles. Wissen Sie von wem? Keine Ahnung, Mann. Nee, ich funke mal durch. Wer hat denn Sosa Funkgerät, GPS-Chip und Handy abgenommen? Einmal bitte melden und runter zu den Zellen kommen. Moment. Herr Sosa? Hier. Wie lange waren Sie jetzt hat drin? Sich beschädigt. Sosa? Ich bin draußen, Marcel! Was? Hey, wie lange waren Sie jetzt drin? Ich weiß nicht, wie lange war ich drin? Mehr, eine halbe Stunde? Ja, halbe Stunde? Halbe, dreiviertel Stunde, also aufwärts halbe Stunde. Gut. Waren Sie eben noch? Ja. Ich hab nämlich noch was. Bleiben Sie kurz noch einen Moment hier. Ja. Gehen Sie mal alle mit dem Herrn Sosa da in den offenen Bereich. Ich komme sofort zu. Ja. Soll ich dem Herrn schon die GPS soll ich mir jetzt das Moment, Handy bitte. Wiedergeben? Ja, ich komme. Ja. Na dann einen Moment, Herr Sosa, ja? Ja. Hab ich nicht die Finger, Herr Sosa? Sie können vorne ticken weitergehen von der Treppe, ja? Ich hab doch die Gangstelle für Herrn Sosa. Hä? Ja, okay. Ich gebe mal gerade Ihre Gegenstände zurück. Wissen Sie selber, ne? Ein Funkgerät. Die Handy haben Sie ja noch. Phil Unsen, danke dir für dein T1. Ja, dann war das der Golfschläger. Baseballschläger. Nee, den könnt ihr direkt wieder zurückbringen. Herr Sosa, es tut mir leid, es ist eine Fahndung gegen Sie offen. Sie müssen noch 50 Schafteinheiten absetzen. Hä, warum? Uff. Nein, nein! Ich doch, sag's. Doch. Und nein, ich erkläre Ihnen doch jetzt offen. Warum und warum der letzte Cop das auch gesagt hat. Ich saß schon vor ein paar Tagen. Es existiert keine offene Fahndung mehr gegen ihn. Ja. Wer hat das abgesegnet? Wer hat die Fahndung geschrieben? Dann ist das halt geklärt, okay. Dann tut es mir leid, Herr Sosa. Geben Sie, liebe Kollegen, geben Sie ihm die GPS-Chips und lassen Sie ihn raus. Das würde ich einmal, also wer hat denn die Fahndung gelöscht bzw. bearbeitet und wer hat die Fahndung überhaupt geschrieben, Herr Sosa? Wissen Sie dazu irgendwas? Boah, soll ich das wissen? Ich merke euch nicht eure Namen, Mann! Natürlich nicht, aber um welchen Vorfall handelt es sich? Dann schaue ich einmal die Fahndungen nochmal ab. Keine Ahnung, Mann, ich saß wegen 35 an, ja, irgendwelche Sachen, Alter. Ich habe 35 Akten, wo soll ich das wissen? Da hat man keinen Durchblick mehr. Okay, ich Moment. Es gibt gegen den Herrn aktuell keine Fahndung, nee, ist mein Handy, Mann. Das okay, war ein kleiner Fehler, das entschuldige ich mich. Und okay. Bringen Sie bitte den Herrn Sosa raus, er ist ein freier Mann. Einen Moment, ich gebe ihm dann jetzt sofort einmal die Sachen wieder. Herr Sosa, bitte nicht mehr so rumschreien, ne? Nee, nicht mehr rumschreien, Mann. Sie haben der Officer, nee, Sie sind doch bei der Justiz, oder nicht? Ich habe ihn nie wiedergegeben. Die sind nicht zum Richter gegangen oder irgendwas. Die haben mich einfach festgenommen. Darf man das überhaupt? Die haben uns ja informiert, deswegen sind wir ja hier. Deswegen habe ich sie ja jetzt freilassen. Zur Freilassung ausgesprochen. Ja, informiert, aber sie müssen doch vorher Bescheid sagen. Die hatten ja nicht mal einen Tatverdacht. Doch, hatten die. Haben sie uns ja mitgeteilt. Ja, aber was für ein Tatverdacht?
Das hat ja nicht so Sache, ich hab's ja geklärt und hab's dir freigelassen. Ja, warte mal, ich möchte hier das ausdiskutieren. Was für ein Tatverdacht? Sie waren verdächtig, Mittäter gewesen zu sein bei einem Raub. Woher, also woher nehmen Sie sich die Information? Die Information kam bei der Gegenüberstellung meiner Meinung nach. Da hat Herr Heeres ausgesagt, dass sie, beziehungsweise ein Mittäter da war mit einer Collegejacke und hat sie einfach so gesehen beschrieben, Jeans, Collegejacke, dass sie halt, beziehungsweise dass Herr Heeres gezwungen wurde zu der Tat und hat sie so gesehen augenscheinlich beschrieben. Am Tatort waren Fahrzeuge von dem Platz so gesehen vor Ort und das würde natürlich auf sie passen, deswegen waren sie letztendlich hier, wenn ich das so richtig also jeder mit Kölschbierjacke und... Nein. Es war genau ihre Beschreibung, Herr Sosa, und das ist jetzt nichts gegen sie. Es gab noch ein paar andere Zahlungspunkte im Endeffekt. Aber ich will noch mal erzählen, der Typ hatte beim Überfall eine Kölschjacke und eine Jeans an, haben Sie gesagt, oder? Das hat... Nein, das haben wir nicht gesagt. Herr Heeres hat ausgesagt, dass Jeans und Kölschjacke vor Ort war und zu dem Herr Officer, soll ich Ihnen mal was erzählen? Sie können mir gerne was erzählen, natürlich. Ich kann Ihnen auch gerne was erzählen. Ich habe auch was von dem Raub mitbekommen. Also ich habe... Herr Sosa, die Sache ist, dass ich nicht der Kollege war, soll ich Ihnen mal was erzählen? Bei diesem Raub, den der stattgefunden hat, da hatte niemand irgendwelche Klamotten an. Die waren alle nackt. So, Herr Sosa. Okay. Woher jetzt nehmen Sie dann diese Information, hä? Ja, wie gesagt, von dem Herrn Heeres. So, wenn Sie jemanden beschuldigen wollen, die Polizeibeamten sind nur ihren Arbeit nachgegangen, können Sie sich, wenn Sie frei sind und der Herr Heeres auch irgendwie frei sind, mal mit dem klären, der hat Sie an die Polizei ausgeliefert oder wollte was gegen Sie machen. Ich möchte das jetzt in die Zelle machen. Da und mit dem Herrn Heeres reden, der muss sowieso raus. Sie verlassen jetzt bitte das BD und der wird ja in ein paar Minuten freigelassen, dann können Sie das mit dem klären. Sie hören noch alle von mir, Mann. Ich werde alle eure Ärsche polieren, verdammt, Mann. Herr Sosa, Valentino und Herr 20 werden Sie dann einmal nach oben bringen und einmal oben beim PD rauslassen, ja? 20 fahren wir dann durch. Kann mich am Arsch lecken, Mann. Sosa, wie gesagt, ich war nicht derjenige, der dich festgenommen hat. Ich war auch nicht derjenige, der die Täterbeschreibung aufgenommen hat. Und wie gesagt, ich bearbeite den Fall jetzt einfach für die Kollegen hier, ja? Bearbeite, Mann. Ich bearbeite gleich eure Gesichter, verdammt, Mann. Gesessen für gar nichts, Mann. Sosa, machen Sie die scheiß Tür auf, Mann. Sosa, wollen wir wieder runtergehen? Was? Wollen wir wieder runtergehen? Nee, lieben gerne dann nicht. Siehst du, dann ein bisschen Respekt, oder? Wie sieht denn das aus? Ja, was für Respekt, Mann? Ich saß wegen euch im Gefängnis, verdammt, und hab nicht mehr was gemacht. Nein. Sosa, du saßt nicht wegen uns drei unten im Gefängnis. Das darfst du nicht wegen vergessen. Wegen wen dann? Ich kann dir die Namen noch nicht mal sagen, weil ich das gar nicht bearbeitet habe. Befragt. Hier läuft nämlich ein ganz linkes Ding. Ich habe Herr Heeres, wie gesagt, bearbeitet, habe die Täterbefragung da gemacht. Ich war überhaupt gar nicht vor Ort, wo Sie in die Zellen geliefert wurden. Ja, habe ich gar nichts mit zu tun. Ich habe Sie nur noch kontrolliert, die GPS, Handy abgenommen und das war's. Ich habe einfach nur Befehle befolgt. 20? So, dann wären wir jetzt einmal fertig. Wie gesagt, wenn Sie da irgendwelche Schritte noch einleiten wollen, können Sie das natürlich jetzt gerne tun, ja? Herr Heeres muss also auch aus der Zelle, der hatte nur noch 6 Hafteinheiten. Das entscheide auch nicht ich, ja? Also, die Sache ist noch nicht geklärt, glaube ich, beim Herr Heeres. Weil er hat doch gesagt, 6 Hafteinheiten, oder? Dann kann er raus, also muss er jetzt raus. Wer das entschieden hat, wer das gesagt hat, war ich nicht anwesend, deswegen müssen die Kollegen unten dann klären, auch wahrscheinlich von der Justiz dann, ne? So, ich will ja nichts sagen, aber ihr kriegt noch von mir zu hören. Natürlich, ist gar kein Problem. Schönen Abend wünschen. Ja, und sie rein, 20, fahren wir Strafe. Verdammt. Ey, mit Collegejacke und Jeans. Wir waren alle nackt beim Überfall. Nein, ich habe keinen Bock auf Support, Digga. Wahrscheinlich gehe ich jetzt in Support. Ich habe einfach keinen Bock auf die Scheiße. Ich wurde ja jetzt freigelassen, aber wenn ich im Support jetzt gehe, Chat, dann habt ihr eine Stunde lang Blackscreen. Wollt ihr jetzt eine Stunde lang Blackscreen? Und kein Ton, gar nichts. Ich glaube eher weniger. Ja, jetzt schreiben alle ja, aber wollt ihr nicht? Herr Sosa. Was? Das hier ist ein Sperrgebiet. Was? Sie haben mir nicht einfach rumzulaufen. Ja, aber mein Kollege muss noch rauskommen. Holen Sie den raus, gehen Sie runter und fragen Sie mal, wie vorne viel... Vorne an der Straße oder in der Eingangshalle warten. Aber ja, dann gehen Sie in die Zelle jetzt. Nee. Warum nicht? Weil da genug Leute sind. Soll er raus, Mann. Nein, Chat, ich gehe nicht in Support. Ich habe keinen Bock auf Support. Was soll ich im Support?
Ich hab einfach keinen Bock drauf. Ich will nicht in den Support. Es nervt mich einfach. Wenn ich ins Support jetzt gehe, dann ist der Stream gelaufen. Zu 100%. Dings, Svens, danke für deine 100 Bits, Bro. Und lieber Gott, danke dir auch für deinen Ton. Support dauert nicht mal 10 Minuten, ja, Mika. Genau. Digga, bei so einer Situation, wo niemand nicht mal weiß... Ah, da ist er ja. Du, der Herr, ja. Ey, mach's ehrlich, ich möchte... Ey, warte mal. ...wieder in die Situation, ja? Warte, ich will... Ich wünsche einen schönen Abend. Komm mal her. Ich will dich was fragen. Hast du ausgesagt, dass du jemanden gesehen hast mit einer Coltjock und einer Jeans? Nö, Digga, wieso? Okay, dann lass nochmal zurück. Wieso denn? Was los, Digga? Haben die gesagt... Bruder, ich hab nur irgendwas gesagt. Du standst da vorne an der Scheibe, Digga. Danke. Ich hab gesagt, dass ich ihn nicht kenne. Das hast du doch mitbekommen. So, Herr Officer. Hallo. Ja. Mir wurde vorhin gesagt, dass Marcel Heeres ausgesagt hat, dass jemand mit einer Kölschjacke und einer Jeans da war. Und deswegen, was soll das, Digga? Warte mal, und deswegen habt ihr mich untersuchungshaft genommen. Was? Aber das hat er gar nicht gesagt. Wer hat sie in U-Haft genommen? Ja, wir, uns, wir irgendwelche Leute ab, von euch. Unser Fachgebiet. Yep. Einer von uns? Ja. Loser. Was wollt ihr jetzt von mir? Bist du immer noch da, ja? Ja. Hier, ah, ja. Ey, warte mal, du hast mir doch gerade gesagt... Ey, warte, sag mal ruhig. Ja. Du hast mir doch gerade gesagt, ich wurde untersuchungshaft genommen, weil Marcel Heeres ausgesagt hat, dass da jemand mit einer Coltjacke und mit einer Hose war. Genau, das habe ich gesagt, ja. Ja, aber das hat er gar nicht gesagt. Er hat gesagt, beziehungsweise einen Mittäter beschrieben, der eine Jeans trägt. So wurde mir das auch dann nochmal bestätigt, so gesehen. Jeans und eine Trage ich eine Jeans? Der trägt doch keine Jeans, Digga. Ja, was? Wie würden Sie die Hose beschreiben? Das ist eine Cargohose. Das ist eine Cargohose. Eine Cargohose, okay, ja gut. Hm. Aber wie Sosa schon gesagt hat, die Täterbeschreibung von Herrn Heeres war natürlich eigentlich so gesehen ein Witz. Weil die Herren vor Ort, wie Sosa sagte, waren sogar leicht bekleidet bzw. oberkörperfrei. Dies, das, jenes. Also ist die Täterbeschreibung sowieso für den Arsch oder sehe ich das falsch? Ach so, die Täterbeschreibung ist für den Arsch, aber die hat mich trotzdem festgenommen. Wie gesagt, Sosa, ich habe dir gerade schon gesagt, ich war nicht derjenige, der gesagt aber hat, ey... Wo ist derjenige, der mich festgenommen hat? Ich kann dir nicht sagen, wer es war. Ich kann nicht. Pass auf, ey, Sosa, scheiß auf der. Sosa. Sosa, ich kann wirklich nochmal durchfunken, wer dich gerade festgenommen hat, wer dich da unten reingesteckt hat, ja? Willst du das? Ja. Ja, wollen wir. Ehrlich jetzt, Digga? Ja. Sosa, komm mal beiseite. Okay, erklär mir mal, was los ist. Ich hab mit... Die haben mich festgenommen ohne Tatverdacht. Und dann haben die gesagt, Tatverdacht war, weil Marcel Heeres gesagt hat, dass jemand mit einer Collegejacke und mit einer Jeans da war. Aber beim Überfall waren alle nackt. Also warum haben die nicht festgenommen? Okay, ich hab nämlich mit... Polizeipräsident mit Weiß telefoniert. Ja. Yeah. Und der hat mir gesagt, der Tatverdacht wird geklärt. Und dann wirst du freigelassen. Haben die dich jetzt freigelassen oder hast du Ja, die haben mich freigelassen. Weil die Strafe vorbei war oder weil kein Tatverdacht da war? Weil kein Tatverdacht da, aber die haben mich trotzdem untersuchungshaft genommen. Okay. Perfekt. Ohne Tatverdacht. Und dafür kriegen die Karma. Ja, das fordern wir jetzt. Du musst mal deinen T-Funk neu starten. Was ist ein Rang hier? Einmal am PD-Parkplatz am Aufgang nochmal herkommen, bitte, zwecks Haze, Klärung danke für der ganzen Situation, für die Herren also hier einfach, Zocke für den King auch, für den Prime. Der Digga, wie, was ist eine Scheiße? Gerade, glaube ich, Herr Weiß. Ach, Herr Weiß ist da, dann schicken Sie den Herr Weiß mal bitte zu mir, ich habe vor ein paar Minuten mit Herr Weiß telefoniert. Ich bin Mojo, der Fies-OG von dem Platz, bitte einmal Herr Weiß holen. Alles klar, Valentino, würdest du einmal Herr Weiß suchen und dann rausschicken? Ja, ist auch wegen dem, ist auch wegen dem Fall wegen Sosa gerade, ja? Was? Genau, ja. Alles klar, also wie gesagt, also die Untersuchungshaft hat schon mal angeordnet, so gesehen Winter und noch ein anderer Kollege, dem habe ich jetzt gefunkt, dass er sofort hierher kommen soll und halt wie gesagt, zwecks Klärung der ganzen Situation. Was ist jetzt los? Genau. Okay, okay. Du warst der mich festgenommen hat. Warte. Ich habe sie mit zum Präsidium genommen, ja genau. Wir klären das gleich mit Weiß, Sosa. Okay. Wir lassen hier den Anwärter, lassen wir mal. Wir warten vorne beim Eingang. Ich bin kein Anwärter. Auf Herr Weiß. Ja, aber anscheinend haben sich wie einer verhalten. Komm, Sosa. Verdammt, Mann. Guter also, Klasse, der Weiß gerne. Jetzt, schönen Abend noch.
Also sind wir soweit fertig, die Herren, ja? Ich rede mit Herrn Weiß. Sind wir fertig, wir klären das mit Herrn Weiß, jawohl. Perfekt, alles klar. Herr Winter kann ja mal auf Abruf bereit bleiben. Herr Winter ist schon außer Dienst gegangen. Der hat keinen Bock mehr gehabt auf die ganze Zeit. Ey, komm mal her. Ist auch perfekt. Komm mal her. Gut. So, ich muss kurz mit dir reden. Ja. Jo, du kannst auch dabei sein. Dings hier. Es geht nicht mehr. Ey, ich hab die GoPro angehabt, ne? Mhm. Es kann nicht sein. Und die wissen auch ganz genau, dass ich nicht in die Suppe gehe, weil ich GoPro anhabe. Mhm. Weißt du? Die müssen Karma kassieren, aber hier. Ja, nee, warte. Ich hab ja auch GoPro an. Wir hatten ja vorhin den Termin, weißt du ja. Ja. Hier, wir haben mit denen geklärt. Mit Herr Weiß und Herr Stahl, der Vier-Sterne-General. Ja. Die lassen uns auf den Routen in Ruhe. Die tun uns nicht hier unnötig abfacken, also auch die Pol. Ja, und aber warum Polizei. Fangen die mich dann ab? Ja, genau. Und genau deswegen reden wir jetzt mit Weiß und machen hier keinen Ärger. Ja, ich habe Herr Weiß angerufen, ich werde Herr Weiß das sagen. Und werde ihm dann sagen, Herr Weiß, wir haben vor einer Stunde was ausgemacht. Dass wir keinen Bock drauf haben, dass irgendwelche Anwärter oder irgendwelche kleinen Muchpolizisten uns unnötig abfacken. Ja. Du saßt jetzt eine halbe Stunde im Knast, in Untersuchungshaft, für nichts. Ja. Und dafür fordern wir Geld als Entschädigung. Ich will das Geld haben, Mann. Wie viel fordern Natürlich. Wir? Wir gucken erstmal, wie das Gespräch ausgeht. Okay? Wir fordern eine Million, Mann. Nein, das ist zu Bro. Doch, Mann, ich will eine Million, Mann. Ja, Bruder, 10 Millionen, du bist viel wert, das stimmt, aber eine Million kriegen wir nicht. Doch, Mann, die haben eine Stunde, nachdem wir was verhandelt haben, haben die dir einfach das gebrochen. Ich will glatt eine Million. Lass uns erstmal jetzt gucken, wie das Gespräch kommt. Lass uns nach vorne gehen. Ja. Oder wir machen so, pro Hafteinheit, die ich sitzen musste, 10.000. Aber wie viel musste ich sitzen? Ja, das musst du ja wissen. Aber das wissen die auch. Du hast ungefähr 40 Hafteinheiten. Ja, okay, aber das klingt fair. 40, ja, das klingt fair, 400.000. Ja, das klingt fair. Es war ja einfach Untersuchungshaft, auf keiner Basis, auf keiner Grundlage. Ja. Ich fühle den Punkt, Digga. Hört schon logisch, ja, aber ich glaube weil, nicht. Er hat noch gesagt, vor einer Stunde hat er es noch gesagt. Wir sagen erstmal eine Million, wenn die damit zufrieden sind, ja? Wenn nicht, dann sagen wir pro Hafteinheit 10.000. Ja, okay. Weil er hat vor einer Stunde noch gesagt, er will, dass wir der Polizei und Bundeswehr respektvoll entgegentreten. Und weißt du, was die mit mir gemacht haben? Hm? Das habe ich gar nicht erzählt. Ich war in der Zelle und die haben einen Taser auf mich geschossen, obwohl ich in der Zelle war. Okay, perfekt. Ja, also, Bruder, da müsste ich 10 Minuten. Nice. Weißt du, wie geil das jetzt ist, dass wir es gemacht haben? Warum? Jetzt für dich was scheiße. Die haben gestern im Knast unten von Jim, von dem Press, von den Losts, den Bruder misshandelt im Knast. Ja. Yeah. Genau wie dich. Ja. Yeah. Und das weiß der Herr Weiß. Ja? Perfekt, geil, ich rufe den Weiß jetzt an, er soll sofort hierher kommen. Verdammt! Okay, ich wurde auch 20 Mal getasert, Digga. Was soll denn das? Wir holen deine Million raus. Okay, anrufen funktioniert oder was? Einer hat mir sogar einen Knüppel in den Arsch gesteckt, Digga. Dafür aber nur weil ich gerufen habe, dass der eine sich in die Hosen geschissen hat, ne? Egal, gibt trotzdem keinen Grund, du bist ja eingesperrt, du bist keine Gefahr für die. Die können dich einfach ignorieren, Digga. Ja. So werden das genau, Profis die, genau. Die können dich ignorieren. Profis würden dich ignorieren und einfach weggehen, Digga. Du stellst ja keine Gefahr dar oder so. Ja. Oder die können dich machen. Anzeigen im schlimmsten Fall oder sowas, ja? Wegen Beleidigung oder sowas, aber die können dich ja nicht kriegen. So geht's auch, ja. Verdammt, Mann. Hier mal einfinden können und wir das klären können. Wie lange würde es denn ungefähr dauern, bis sie hier sind? Oder wer hat hier denn sonst noch was zu sagen? Ist der Achso, okay, also es müsste dann gleich sein. Alles klar, okay, wir warten hier, danke. Jo, perfekt. Kommt jetzt. Jo. Okay, also, aber lass mich hier reden, nicht, dass der sauer wird. Ja, ja. Wir holen das alles raus. Du hast einfach getasert, Alter. Anstatt dass sie weggehen, ignorieren dich. Winter war das, gell, oder? Ich weiß nicht, wer das war, Mann. Hat der eine doch gesagt. Glaube ich. Keine Ahnung, Mann. Wir war schon die mir viel Geld, Mann. Kommt der her? Wir holen jetzt raus. Der kommt hierher. Der ist gerade beim Einsatz. Der wartet nur auf diesen Medic und dann kommt er direkt her. Ja, sehr gut. Chat, so regelt man das. Ja. Ohne Suppe. Seht ihr? Aber hast du die Kohle? Was für Kohle? Die Kohle vom Raub. Ja, hab ich. Okay, perfekt, nice. Hast du schon eingezahlt? Nein, noch nicht. Okay, okay. Aber gut, wenigstens das. Jetzt doppelt abkassieren, auch wichtig.
Sehr gut. Wie ist der Bulle nochmal? Herr Winter? Was? Winter, genau. Ja, okay. Wir versohlen die Recherche, Mann. Was sagst du? Was? Was hast du gesagt? Wir versohlen die Recherche, hab ich gesagt. Ja, safe. Bro, eine Stunde ist das her, wo ich mit ihm geredet habe. Und der sagt was von Respekt. Was ist das für ein Respekt? Ja. Kommt der hier? Der kommt hierher, ja. Wie lange braucht der? Also der Polizeipräsident. Wie gesagt, der ist beim Einsatz, wenn der Mediziner da ist. Aber ich glaube, wo ich mit ihm telefoniert habe, ist der Mediziner gerade gekommen. Verdammt. Warum ist hier überhaupt Haus Nummer 69? Hat das was zu heißen? Wo? Hier, guck mal. Dreh ich mal um. Das machst du mit deren Mütter. Ganz genau, Mann. Ich komm rein hier, genau. Hier werden direkt Mütter beleidigt, ja? Ja, wir haben gerade überlegt, beziehungsweise Soße hat nicht gewusst, was die 69 da oben heißt. Ach so. Jetzt hier, weiß Soße das. Ja. Der Typ mit den meisten Akten hier drin, der macht am meisten 69 mit deren Müttern, deswegen. Ja, also, wer ist das? Verdammt nochmal ich, Mann. So, wo sind meine Muschis, Mann, hä? Wo sind meine Muschis? Die Muschis kommen gleich hier angetanzt. Ja, die kommen gleich sehr. André, danke für deinen, Was geht? Es geht Micha. Und? Die haben mich, ich war unten in der Zelle, die haben mich misshandelt, getasert, Mann. Ja, und weißt du was? Ja. Die haben gestern Abend von Jim, dem Ospreys, dem Bruder, in der Zelle misshandelt. Und wir haben das vorhin auch bei der Debatte angesprochen. Ja. Und jetzt haben die das gleiche mit Sosa gemacht. Ich habe jetzt den Weiß, den Polizeipräsidenten, herbestellt. Er kommt jetzt hierher. Ich fordere von dem Schmerzensgeld und Entschädigung für Sosa seine 40 Hafteinheiten. Ja, Chat. 40? 40 Hafteinheiten, Untersuchungshaft. Und ich habe nicht mal was gemacht. Oha. Und weil die haben gesagt, das war wegen einem Tatverdacht, dass ein Typ mit Collegejacke und Hose, Jeanshose da war. Erstmal trage ich eine Cargohose und die Leute beim Überfall hatten gar keine Klamotten an, wurde mir gesagt. Okay. Oh. Iso, danke. Oh, Freddy. Was geht? Jo, du hast doch mitgekriegt, dass ich vorhin gesagt habe, mit dem Lost-Präsident, dem sein Bruder, was da passiert ist. Mit der Misshandlung. Ja, ja. Jetzt haben die eben gerade hier das gleiche mit Sosa gemacht. Okay. Einfach Sosa unten in der Zelle getasert. Hier mehrmals, Mann. Ich habe jetzt Weiß herbestellt. Bro, Freddy, das ist genau das Ding, was abfuckt, weißt du? Soll ich mir von der Polizei einen schnappen, den bei uns in die Garage lassen und mir dick fett einen lutschen lassen von dem? Na, prinzipiell ist mir das ja relativ wie ich das nicht bin. Der erzählt mir was von Respekt, weißt du? Wir sollen respektlos sein und die sind dann respektlos. Was ist das für ein Respekt? Ja, Mann, so läuft das nicht. True. Guck mal, das kann nicht sein. Ja. Nein, Proper, hör doch auf! Digga, das ist... Na gut, ist halt wieder Müll, ne? Was sagst du? Ist halt wieder Müll. Ja, warum tasert man generell Leute unten in den Zellen so? Genau, die können eh nichts machen. Na gut, kommt halt, das ist halt die Frage. Prost, Was los? Prost. Was hat so? Du hast mich vorhin angerufen. Ja, alles gut, man hat sich geklärt. Okay. Okay, sehr gut. Ja. Na, dann haust du rein. Hau rein, Mann. Schuromods haben so Langeweile. Der nicht sich jetzt für bewahrheitet hat, sondern einfach, der war untersuchungshaft, wurde jetzt freigelassen und saß 40 Minuten. Und hat sich darüber natürlich aufgeregt in der Zelle, ist doch klar, wird ja jeder machen. Ja. Na gut, theoretisch natürlich, man kann sich darüber aufregen, aber es wird auch nichts daran ändern, ne? Es kann bis zu 24 Stunden Urhaft ohne irgendwelche Konsequenzen ausgestellt werden. Ja. Aber ich wurde misshandelt. Das geht nicht. Geht wirklich nicht. Dings. Na gut, ob die Taserschüsse halt Digga, wer jetzt so irgendwie reinschreibt die ganze Zeit, ich mach die Commands Ausrufezeichen 187, ja. Ist Sascha da? So ab. Ja. Ich schreib sie kurz Sascha auf Discord, das ist ja. Aber am Ende wird wahrscheinlich eh nichts groß passieren, oder ihr müsst dann zum einem Rechtsanwalt gehen und der muss das Ganze dann... Ja, wir werden jetzt Weiß Bescheid sagen, dass wir dann Entschädigung haben wollen und wenn er das nicht einsieht, ich hab... 40 Hafteinheiten, a 10.000 pro Hafteinheit. Und natürlich Entschädigung für die Misshandlung. Ja. Yeah. Heißt, klar. Insgesamt kommen wir da auf? Auf eine Mio. Million. Ja. Also heißt 600.000, gesehen Schmerzensgeld. Genau. 400.000 für die versäumte
Sollten die sich querstellen, werden wir durch die ganze Stadt rennen und sagen, dass die Polizisten in den Zellen die Leute misshandelt. Ja. Dann wollen wir mal sehen, was die Polizei, was die Stadt dazu sagt. Polizei, Freund und Helfer. Ja, genau. Ich glaube, die sind alle nicht so begeistert davon. So, es geht nicht. Das ist jetzt zwei Tage hintereinander passiert. Zwei Tage. Und komischerweise trifft es Latz, Lost. Übermorgen sind es dann die Hustler. Und darauf sind es dann die LCN. Nein, Bro, du weißt selber, das funktioniert so nicht. Da ist doch auch ein Anwalt. Okay, da ist ein Anwalt. Das ist wahrscheinlich Justizvollzugsbeamter oder wo? Nee, das ist ein Anwalt, also, den kenne ich. Den haben wir das letzte Mal schon geholt bei Amaro Loco. Achso. Herr Justiz? Mhm. Das ist doch der Anwalt hier vorne, oder? Wer? Wie oft haben die mich schon oft getasert, oder Chat? Mach immer irgendwie raus. Ja. Was steht da an der Wand, Alter? Wo? Da vorne, Digga. Rechtsanwalt, wir haben noch einen Urstaatsanwalt. Free Sosa! Wer war denn das, Mann? Keine Ahnung, Digga. Warst du das? Weiß ich nicht, woher ich den Kart bringen muss. Öfter, Digga, warst du dreimal? Die haben mich safe, vier, fünfmal. Sosa, da drin sind zwei Anwälte, komm mit. Okay. Je nachdem, wie hoch die ist. So, also sie möchten auf jeden Fall Anzeige erstatten gegen das PD. Vermutlich können wir es nicht gegen das gesamte PD. Sie müssten sich bitte warten, Sir. Können Sie von der Justiz Können Sie bitte einmal zurücktreten? Hier ist noch ein Mandantengespräch. Ja, wir haben nur. Es sind gerade keine PD-Leute da, also. Nee, wir wollen ja mit ihnen. Ja, können sofort reden, ist gerade noch ein Mandantengespräch. Hallo, hat hier irgendjemand ein Dispatch geschrieben? Ich nicht, negativ. Aber, Mandel, lassen Sie uns noch einmal reingehen hier. Okay. Bei den Weinreben hatte jemand. Er sagt negativ. Angefordert, ja. Aber hier, soweit ich weiß, nicht. Diese Leute positiv, okay, negativ. Sag doch einfach ja oder nein, Junge, was ist los mit dir? Wen? Entschuldigung. Tut mir leid. Außer dass man draußen war, ich habe voll die Augenprobleme. Wir haben einen großen Einsatz, deswegen konnten wir gerade keine weiteren Dispatches anfahren. Ah, okay. Wir sind jetzt aber wieder. So, ey! Hast du auch Augenprobleme? Ein bisschen, ja. Okay. Wann kommt dieser Weißtyp? Ja, das sehen wir gleich. Ja, das liegt bei mir. Herr Mujo? Okay, ja? Alles klar. Hast du irgendwie eine Gesichts-OP oder so? Wieso, Bruder? Digga. Hä? Du siehst irgendwie. Er weiß. Alles klar, okay, danke. Wann hast du mit RP angefangen? Vor 2 Monaten oder so? Also, Frau Löris kommt jetzt. Frau wer? Frau Löris. Oh. Aber ist egal, doch, ich bin. Also ich. Komm gut aus mit Mann, dir. Nicht die, Mann. Doch. Lass mich aber sprechen, Soße. Ja, aber ich komme gut raus mit der. Wir machen das schon. Wir wollen alles rausholen. Alles klar, Papito. Ich weiß, das ist Lag-Chat. Aber ich hab. Nächste Woche kommt mein neuer PC. Löris mag mich eh nicht. Bro, es geht nicht um mögen oder nicht mögen. Das ist eine Sache, die funktioniert ja so nicht. Ob die dich mag oder nicht, das sind Gesetze. Du weißt, wenn wir sowas machen würden, Bruder, wir haben hier 30 Hafteinheiten. Ja, ich weiß. Ja. Was eine Scheiße, Mann! Mhm. Das ist so warm. Digga, es ist halb 12 Uhr. Über deinen Tag so, ganz gut eigentlich. Wir machen das schon. Ja, nochmal. 5225. Weil jetzt haben wir die in der Hand. Das Gespräch ist eine Stunde her. Wir haben die so in der Hand, oh mein Gott. Ja. Und wenn die darauf nicht eingehen, dann gehen wir da vorne, nehmen wir diese Anwälte, sagen denen das und dann verklagen wir die. Ja, aber warte mal, wenn wir die verklagen, bringt's nichts. Ich glaube, wir müssen die dann einmal. Da müssen wir mal einmal rumsagen, was da abgeht und dann stürmen wir das ganze Ding mal. Wie wär's damit? Ja, stürmen, das funktioniert jetzt so nicht. Wir haben gerade heute eine Abmachung erst gemacht mit Polizei und ja, aber die halten sich nicht an die Abmachung. Ja, was sollen wir denn machen? Lass mal warten, Frank kommt glaube ich auch gleich. Wir erzählen, also wir gucken jetzt mal, was hier rauskommt. Und dann gehen wir zu Frank, weil das will ich nicht ohne einen OG entscheiden. Das ist
So, weißt du, das ist zu groß für mich als Vize. Ja, ich weiß. Weil was wir dann hier machen, kann alles verändern. Mujo. Ja, Bro? Es tut mir leid, das zu sagen, aber du siehst irgendwie aus, kennst du die Leute, die einer bestimmten Fraktion angehören, die LGBTQ heißt? Und so genauso eine Frisur haben wie du, so... Hä? Hast du was dagegen, oder was, Micha? Ich kenne das nicht, was ist Nein, das denn? Nein, ich stehe für Vielfalt und Toleranz, aber ich frag mir, er sieht so aus. Und die haben so eine komische Flagge. Also nicht komisch, also ich meine so eine... Die haben eine Flagge, meine ich. Also ich finde die Flagge also cool ich verstehe so. Nicht, was daran so... Rosa, komm mit. Also ich toleriere das Ganze. Ich verstehe nicht, wie ich aussehe. Aber ich finde die Flagge cool. Hey, was los? Ding, wir müssen uns nachher treffen, okay? Warum? Ich schreib dir noch. Ich hab deine Nummer. Digga, ich bekomme 5 Millionen von denen vielleicht. Ich schreib dir, warte. Echt jetzt? Ja, ich schreib dir. Bruder, wir machen 50-50, du weißt, ja, ich war immer dein guter Kollege. Ja, ich schreib dir, wir dürfen nicht gesehen werden. Ciao. Ja, ich bin gerade beim PD, ich komme sofort zu ihnen. Also ich ruf dich. Okay. Okay, die Herren. Ja, wir können denen helfen. Ich komm gleich auf sie zu, genau. Freddy, was war mit dir? Ihr müsst leider sind Sie Frau Lörris? Mit Frau Lörris, ja, weil der Problem. Herr Weiß ja kann gerade nicht. Also wieso leider? Das ist kein Problem, Herr Weiß hat schon gesagt. So, was kann ich denn für die Herren tun? Genau. Die Herren Anwälte, sie dürfen gerne mal mithören. Okay. Ja. Also, es geht hier um den... entfernen sich am besten der Rest einmal. Soll ich erzählen oder machst du? Du machst. Ich mach Sosa. Also, der Sosa war eben in Haft, wie Sie wissen, Frau Lörris, oder? Mhm. Da ging es ja um einen Tatverdacht. Mhm. Und dieser Tatverdacht ist ja nicht positiv zustande gekommen dann. Das heißt, der Tatverdacht hat es ja dann aufgelöst. Das heißt, er saß 40 Hafteinheiten. Unbegründet. Auf 45. Einen Tatverdacht. 45. So. Noch dazu wurde der Herr Sosa in seiner Zelle misshandelt von Kollegen. Mit einem Taser. Mehrfach. Wie kann das passieren? Wie holen wir die Kuh vom Eis? Oloris, Sie wissen selber, wir haben ungefähr vor anderthalb Stunden mit Herrn Weiß und Herrn Stahl besprochen, Respekt aneinander zu geben. Genauso auch, dass wir gesagt haben, diese Misshandlung, solche Sachen sollen wir direkt melden. Und dann passiert auch was. Weil der Lost Press Jim ja gestern von seinem Bruder erzählt hat, was da passiert ist. Ja. Und jetzt höre ich das gleiche bei Sosa. Zwei Sachen. Erstens, ich würde gerne erfahren, wie es überhaupt dazu kam, dass Herr Sosa eingebuchtet wurde. Und da möchte ich nicht hören, von wegen, er hat gar nichts gemacht und die Polizisten haben ihn einfach so eingebuchtet. Warte, darf ich jetzt sehen? Sosa. Ja, die Seite möchte ich tatsächlich auch von den Polizisten hören. Also, ich kann Ihnen ganz genau sagen, die haben gesagt, dass ich an einem Überfall irgendwie verwickelt war, weil Marcel Heeres wurde eingesperrt. Und die haben dann gesagt, dass Marcel Heeres ausgesagt hat, dass da jemand mit einer Collegejacke und mit einer Jeans dabei war. Mhm. Erstmal habe ich eine Cargohose und eine Kolchjacke und beim Überfall waren alle nackt, wurde danach auch gesagt. Wir haben einen Satz, tut mir leid. Ich muss es später fortführen. What the fuck? Ja, nice. Panic. Okay. Die Herren Anwälte. Gehört. Wir gehen aber erstmal zur Seite an die Herren Platz. Okay, krass. Mujo, dann euch viel Erfolg, ne? Kuss, Freddy, wir hören uns. Danke für die... Ey, komm mal mit. Ja, ciao. Ich bin sofort bei Ihnen, wir besprechen uns ganz kurz. Ja. Wir können... Ey, Jungs, mir scheißegal, was ihr jetzt sagt oder so. Morgen wird die Scheiße gestürmt. Nee, wir gucken jetzt mal die anderen. Bruder, komm mit. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das ist so respektlos. Okay, also. Schau kurz. Kann der Schutzdienst einmal kurz zurücktreten? Wir würden uns gerne vertraulich sprechen. Folgendes, wir hatten gerade einen Mandanten im Gefängnis, der auch in Untersuchungshaft saß. Mhm. Der angeblich, also ihm wurde unterstellt, eine Fake-Geisel gewesen zu sein in dem Überfall. Ja. Wo sollen wir uns treffen, kurz, damit wir das besprechen können? Gleich, ich rufe dich gleich zurück. Die Problematik ist jetzt allerdings, dass der Mandant aussagt, dass der Herr Heeres und der Sosa da drin verwickelt sind. Ja, okay, das wissen Sie ja selber, das sagt ja die halbe Stadt, wenn hier was passiert, dass der Herr Sosa und der Herr Heeres dabei sind. Ja, Der Herr Meier da ist, war der Herr Meier auch noch dabei. Und wenn der Herr Groß dabei ist, war der auch dabei. Ja, ich wollte nur, dass Sie wissen, oder dass Sie davon Bescheid wissen, nicht, dass, Okay. Ich sag Ihnen, was wir wollen. Wir wollen, das PD verklagen. Ja.
Misshandlung, gefährliche Körperverletzung aufgrund des Tasers, aufgrund des Benutzen des mehrfaches Benutzen des Tasers. Herr Officer, dürfen die einen Taser benutzen, auch wenn ich auch wenn ich laut rede? Nein. Ja, ich meine, ich habe ja auch gehört, dass so ein Taser benutzt, wenn nicht so oft passiert, zu innen impotent wird und so. Haben Sie, ja. Haben Sie den Namen der PD-Leute? Herr Winter. Herr Winter. Und der Herr Soße hat auch ein schwaches Herz, also es hätte bei ihm wirklich zum Tode führen können. Ja, ne? Wirklich. Ja. Die haben mich ja nicht nur einmal getasert, die haben mich 5, 6, 7 Mal getasert. In einer verschlossenen Zelle, und locker 15 Mal versucht oder so. Zum Glück ist er nicht auf die Kloschüssel gefallen. Doch, bin ich. Ist er mit dem Hinterkopf. Kann gefährlich enden, habe ich gehört. Ja, deswegen ist es auch eine gefährliche Körperverletzung aus meiner Sicht. Aus Ihrer Sicht? Absolut. Da bin ich ganz bei Ihnen. Also, was heißt gefährliche Körperverletzung? Vor versuchte Mord. Ja. Vor allem, ja, es ist Amtsmissbrauch, jemanden in der Zelle zu tasern. Ja. Wenn er hinter Gittern ist, hat er keinerlei Gefahr aus. Und ich nehme mal an, dass der Soße auch durchsucht worden ist. Also, ich hatte auch nichts dabei. Ja, eben. Deswegen können Sie auch keine Tat gegen oder Waffen dabei gehabt haben, die irgendwie gefährlich sein können. Und er war in einer verschlossenen Zelle mit einer Stahltür. Ich bitte. Ja, und ich sehe auch gerade, dass er nicht ordnungsgemäß eingetragen worden ist. Ja. Ich habe noch die Zugangsrechte heute Abend drauf und glücklicherweise, ich habe gewechselt, ich war vorher Staatsanwalt und jetzt Rechtsanwalt, weil ich glaube, die Seite gefällt mir besser, weil da die Zuverdienstmöglichkeiten besser sind. Ja. Ich würde sogar sagen, dass Sie ihn seiner Menschenwürde enthebigt haben, ne? Ja, 45 Minuten war das, richtig? Genau. Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob wir da noch mehr fordern können, wir fordern 1 Million als Schadensersatz. Ja. Ein Leben sollte schon 1 Million wert sein. Ja, es geht hier immerhin um schwere Körperverletzungen. Und die Hafteinheiten. 45 Hafteinheiten haben wir jetzt mit A10K, 10.000 berechnet. Und der Rest ist einfach dieser versuchte Mord oder... Ja, mit den 45 Hafteinheiten, inwiefern können wir das, sag ich mal... beruflich darlegen. Beruflich darlegen? In diesen 45 Minuten hätte der Herr Soße für mich meine Getränkekisten ausliefern können. Diese Getränkekisten hätten mir in diesen 45 Minuten etwa 2,45 Millionen eingebracht. Und diese Fahrt musste aufgrund dessen, dass Soße hier in Haft gesessen hat, abgesagt werden. Das heißt, ich habe einen Auftrag von knapp 2,5 Millionen Euro. Genau. Wer bezahlt mir das? Sie nicht, Soße nicht, die Polizei nicht. Ja, aber ich meine genau mit der Polizei mal aushandeln, genau, wie viel unrechtmäßige Hafteinheiten wert sind, Herr McIntosh. Ja. Weil naja, es ist schon der 10.000. Fall, sogar ich war ja selbst schon wegen Polizeiwillkür, habe ich Hafteinheiten bekommen, die mir vor Gericht gar nicht man mehr hätte aufbrummen können. Also die Polizei tut da gerne über die Stränge schlagen hier in Dortmund. Ja, also die Frage wegen dem Verdienstausfall ist wichtig, weil wir das dann aufführen können beim PD. Ja. Und die dafür halt den Schadensersatz eigentlich tragen müssen. Genau. Ja. So, und ich habe, kleine Info, ich habe, als Soße durfte er seinen Anruf tätigen, hat er einen Anruf. Ja. Er hat angerufen und ich habe, er hat mir das erzählt, dass er in Untersuchungshaft sitzt. Ich habe direkt dann den Herrn Weiß, den Polizeipräsidenten, informiert. Ja. Er hat zu mir persönlich gesagt, er kümmert sich drum und ruft mich an. Er hat mich nicht